Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Bei mir gibt es super professionelle Videos, in denen ich aus Inspirationsbildern von Pinterest und Co. Kleidungsstücke nachnähe. Heute gibt es ein etwas kleineres Projekt, das kommt aus meinen eigenen Ideenkästchen. Und wo hat man die besten Ideen? Natürlich am Klo. Ich habe nämlich seit Ewigkeiten einen super fancy transparenten Bienenstoff daheim und einen dazu passenden einfarbigen Stoff. Bis jetzt war ich noch ahnungslos, was ich damit anstellen soll. Dann bekam ich die Eingebung und erstellte danach gleich eine präzise Skizze. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist das Top aus zwei verschiedenen Stoffen, die linke Seite aus dem blickdichten einfarbigen Jersey und die rechte Seite aus dem transparenten Stoff mit den aufgesteckten Bienen. Leiten wir uns mal eine Strategie davon ab. Das Top besteht aus zwei asymmetrisch geschnittenen Hälften. Die eine ist aus dem einfärbigen Stoff, die andere aus dem durchsichtigen Bienenstoff. Die Rückseite besteht aus den genauen Gegenstücken der beiden Hälften. Um den gesellschaftlichen Normen entsprechend gekleidet zu sein, wird hinter dem Bienenstoff noch ein Band des einfärbigen Stoffes eingenäht. Das geht rundherum zur Rückseite und wird auch hier zwischen den zwei Stoffhälften eingenäht. Weil ich darunter kein Bralette oder BH tragen will, nehme ich den einfärbigen Stoff doppelt und plane das ganze Top als sehr eng anliegend. So, das ist jetzt also der gute Stoff. Einmal der einfärbige Jersey in der wunderschönen Farbe Kamel und der fancy Bienenstoff. Für den Front- und Heckschnitt zeichnen wir ein ähnlich geformtes Top nach. Zur Info, ich werde wieder die Vorderseite des Kleidungsstücks als Front und die Rückseite als Heck bezeichnen. Ich habe vom Techwear-Projekt, auf das ich super stolz bin, schaut es euch gern an, noch ein unverarbeitetes Front- und Heckteil, das ich jetzt als Schnittmuster hernehme. Jetzt zeichnen wir uns circa an, wie wir das Front- und Heckstück teilen wollen. Beide Hälften schneiden wir zweimal aus dem Jersey-Stoff und einmal aus dem Bienenstoff. Wir falten den Jersey einmal, achten darauf, dass die Laufrichtung des Stoffs von oben nach unten geht und schneiden mit etwas Puffer entlang. Ich nenne wieder die Seite des Stoffes Vorderseite, auf der die Streifen der Laufrichtung sichtbar ist, und Rückseite, die halt dahinter ist. Das gleiche machen wir jetzt auch für die zweite Hälfte. Wie ihr seht, habe ich hier den Kragenausschnitt etwas nach oben gezogen. Das habe ich gemacht, weil ich diese Seite für das Heck verwenden werde oder glaube es zu wollen. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Bienenstoff. Achtet hier wieder auf die Laufrichtung und dass sich der Stoff in der Breite dehnt und nicht in die Länge. Hier brauchen wir jede Hälfte nur einmal. Die coolen Kids verwenden statt der Schere natürlich den Rollschneider. Achtet dabei auf eine gute Unterlage, wenn euch euer Boden lieb ist. Hier habe ich den Kragen als Gegenstück dieses Heckteils auch wieder weiter oben angesetzt. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Zuerst die Front. Damit die Naht super schön wird, legen wir die Bienenhälfte zwischen die zwei Vorderseite und Vorderseite Jersey-Hälften und klipsen daran entlang. Nun das Heck, hier auch wieder ein Jersey-Bienen-Jersey-Sandwich stapeln, die Jersey-Hälften mit den Vorderseiten nach innen und anklipsen. Bevor wir zu nähen beginnen, müssen wir meiner abgebrochenen Nähnadel nachtrauern. Du wirst für immer in unseren Herzen sein. Neue Nadel, neues Glück. Kurze Zwischeninfo, alles was wir nähen, nähen wir im Zickzackstich. Also los, zickzack, die Hälften zusammennähen. Für das Jerseyband, welches unter dem Bienenstoff sichtbar sein soll, messen wir uns circa die Höhe ab, die wir wollen. Aber wie verhält sich der Stoff, wenn er gedehnt wird? Wird die Höhe dadurch verkürzt? Wie kann ich das mit einberechnen? Egal. Schneiden wir also ein doppelt so hohes Band mit der Laufrichtung von oben nach unten zu und falten es einmal Vorderseite an Vorderseite. In der Breite nehmen wir mal großzügig die Hälfte des Oberkörperumfangs. Klipsen wir die Enden fest und nähen darüber. Jetzt drehen wir den Schlauch von innen nach außen, klipsen entlang der Naht noch einmal fest und nähen nochmals darüber, um eine saubere Kante zu erhalten. Zickzack! Kurze Pause mit unserem neuen Familienmitglied Uchan. Und jetzt markieren wir, in welcher Höhe das Band positioniert ist. Damit das Band sauber zwischen den Hälften eingearbeitet ist, trennen wir ab der Markierung die Höhe nach unten die Naht wieder auf und legen das Band dazwischen ein. Schaut dabei, dass es vom Winkel her richtig eingesetzt ist, damit es dann richtig sitzt.
Leiten. Jetzt nähen wir wieder über den Teil drüber und haben eine fast fertige Front. Damit der Ärmelausschnitt und der Kragen sauber enden, nähen wir beim Jersey Vorderseite an Vorderseite über die Kanten drüber. Ich mache das hier nur beim Ärmelausschnitt, aber vertraut mir, macht es auch gleich für den Kragen mit, sonst wird's zach. Achtet dabei darauf, nicht den Bienenstoff oder das Jerseyband mit einzunähen. Das kann ein bisschen knifflig sein. Das gleiche machen wir jetzt auch bei dem Heckteil. Hier auch wieder Ärmelausschnitt und Kragen Vorderseite auf Vorderseite abnähen. Jetzt legen wir Front und Heck Vorderseite auf Vorderseite zusammen und klipsen entlang der Seite am Bienenstoff und nähen drüber. Ausgebreitet können wir jetzt mit ein bisschen Spannung das Stoffband auch auf den Heck platzieren. Umgedreht sieht das Ganze so aus und weil ich faul bin und das nur die Rückseite ist, trenne ich hier nicht die Naht zwischen den zwei Heckhälften auf, sondern nähe es einfach innen fest. Wieder Vorderseite an Vorderseite zusammengelegt, nähen wir jetzt entlang der Seite und den Schultern fest. Ich stehe jetzt natürlich vor dem Problem mit den offenen Kragenpartien. Da muss ich jetzt den Stoff umständlich von innen nach außen drehen und noch umständlicher über die offenen Bereiche drüber nähen. Ach, schön, wenn man aus meinen Fehlern lernen kann. Ja, jetzt haben wir es eigentlich fertig. Aber wie würde das Top in Schwarz aussehen? Wiederholen wir alle Schritte nochmal, diesmal mit einem schwarzen Kamel. Kamele haben zwei Höcker, oder? Besser. Und da wir schwarz nähen, können wir auch wieder die geliebte zum Einsatz bringen. Jetzt habe sogar ich die Chance, aus meinen Fehlern zu lernen und die Ärmel- und Kragenenden zeitgleich abzunähen. Das ist mal High Fashion. Also für eine Skizze, die so ausschaut, finde ich, ist das Endprodukt ziemlich nice geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für das nächste Projekt schon das super epische, angeteaserte Projekt hernehmen werde. Ich glaube, ich warte noch auf den kalten Winter, wo ich dann sowieso nur daheim sitzen werde, während sich die anderen beim Wintersport die Knöchel verstauchen und das Trommelfell ruinieren. Da kann ich dann richtig viel Zeit rein investieren, ohne auch nur einmal rausgehen zu müssen. Also ich freue mich schon und wir sehen uns dann zum nächsten Projekt. Ciao!